Ja, vielleicht, wo kann man das Ganze einsetzen? Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Einmal natürlich in der reinen Entgeltumwandlung. Viele setzen auch rein als alternative Form der Mitarbeiterbeteiligung. Mitarbeiterbeteiligung heißt ja, Geld bleibt brutto unversteuert, unverbeitragt im Unternehmen und der Arbeitnehmer bekommt irgendeine Verzinsung dafür, abhängig vom Gewinn. Das Problem bei Mitarbeiterbeteiligung, darum funktionieren die alle nicht, dass Mitarbeiterbeteiligung natürlich auch am Verlust teilnimmt und auch in der Insolvenz absolut beteiligt ist. Das heißt, Mitarbeiterbeteiligung, da finden sie nie, dass die Mitarbeiter groß mitgemacht haben. Die Führungskräfte, ja, die haben sich nicht Nein sagen trauen, weil sonst der Chef kritisch geschaut hätte, die haben mitmachen müssen. Das ist die Macht des Faktischen. Aber die normalen Mitarbeiter sagen, warum soll ich da Insolvenzrisiko tragen? Ich kann die Insolvenz auch nicht verhindern und im Zweifel auch nicht beeinflussen. Unser Klassiker ist mischfinanzierte Systeme, werde ich darstellen, BHV statt Gehaltserhöhung. Da gibt es auch Fälle, wir können das nachgoogeln. Selbst Insolvenzverwalter sind schon hergegangen, haben dann 6% die Gehälter gekürzt und haben den Mitarbeiter Zusagen auf betriebliche Altersform versprochen. Das heißt, jetzt die Liquidität und genügend Zeit, das Ganze anzusparen. Wenn wir uns mal die Entgeltumwandlung anschauen, ist das nichts anderes als ein Arbitragegeschäft. Sage ich dem Mitarbeiter 2,5% zu, muss er halt irgendwo schaffen, 2,5% zu erwirtschaften. Okay, der Mitarbeiter hat mehr, für den Mitarbeiter ist interessant, ich kann das in Sachwerten anlegen, ich kann es vielleicht inflationsgeschützter anlegen, die ganzen Geschichte ja vielleicht anders polster, aber ist im Prinzip eine einfache Geschichte, ist ein bisschen so, wie wenn man mit dem Porsche zum Einkaufen fährt, da hat man auch ein Konstrukt, was wesentlich mehr leisten kann und ich für wesentlich weniger hernehme. BHV statt Gehaltserhöhung, ganz interessanter Fall. Wir haben hier 20 Mann-Unternehmen gehabt, 35 Jahre Durchschnittsalter. Der Arbeitgeber hat gesagt, ich würde gern 84 Euro pro Monat den Mitarbeitern Gehaltserhöhung geben, brutto. Möchte ich aber lieber als BHV zahlen, rechnen Sie mir das bitte aus, rechnen Sie es mit 3,5% Zinshoch. 3,5% ist momentan fast ein bisschen viel. Und es hat sich ergeben, 300 bis 800 Euro Renten. Das Ganze jetzt mal ein bisschen plastischer, 84 Euro brutto, das sind 45 Euro netto und 45 Euro netto sind 9 Schachteln Zigaretten. Bloß mal vom Volumen, was die Gehaltserhöhung ausmachen würde. Und auf der anderen Seite als Alternative habe ich eine Versorgungszusage, bei der draufsteht 300 bis 800 Euro, je nachdem wie alt oder jung der Mitarbeiter ist. Und wenn Sie mal einfach die Wertigkeit anschauen, wo der Mitarbeiter sagt, na okay, 45 Euro sind 45 Euro oder 9 Schachteln Zigaretten, aber eine Versorgungszusage von 300, 500 oder sogar 800 Euro, da ist wirklich mein Versorgungsproblem weitgehend gelöst. Schon leid durch die Geschichte. Ja, da kann er mal, wenn er am Zug bleibt, kann er nachher umso mehr, die Preise steigen auch, kann er nachher umso länger rauchen. Wenn wir so Berechnung machen, wir berechnen immer, und das ist ganz wichtig bei solchen Dingen, immer ohne Fluktuation. Eine Fluktuation, die verbessert immer die Ergebnisse. Ich will ein Worst-Case-Szenario sagen, also komplett ohne Fluktuation. Wir rechnen auch immer, dass kein Mitarbeiter, der in den Ruhestand geht, durch einen anderen oder durch einen jüngeren ersetzt wird. Wenn ihr es macht und es fortführt, rechnet es immer besser und schöner. Wir rechnen immer mit einem aussterbenden Versorgungswerk, mit einem aussterbenden Versorgungswerk. Und Aussterbungsversorgungswerk heißt immer, ich nehme den schlimmsten Fall schon vorweg, ein Versorgungswerk, jedes rechnen Sie immer dann, am schlechtesten, wenn es ausstirbt. Logisch. Beim Aussterben Versorgungswert ist irgendwann der letzte 65 oder 67 geworden, dann heißt nur mehr Zahlen, 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 Zahlen. Dann kommt kein neues Geld mehr rein. Also kommt nichts Neues mehr nach, da gibt es keine Steuererstattung und da gar nichts mehr, heißt bloß mehr Zahlen, Zahlen. Versicherung funktioniert so ähnlich. Versicherung, wenn heutzutage aussterben wird, keine neuen Prämien mehr, die tun sie auch schwerer, wenn sie bloß mehr Zahlen zahlen müssen. Die Versicherung kriegt auch ein Geld rein und zahlt dann die alten Leistungen, geht ja nicht bei jeder Prämie der, oder bei jedem Betrag, der fällig wird, der Vorstand in den Keller und verkauft irgendwas, sondern da werden halt die Beträge für den Monat genommen und dann weiter und irgendwo hat man seinen Stock im Keller und führt das rechentechnisch fort. Und wir rechnen nur mit der Lebenserwartung von 86 Jahren. Wenn Sie unter den Mathematiker fragen, mit welcher Lebenserwartung rechnen Sie oder mit welchen Zinsen, sagen wir, können mit jedem Zins und jeder Lebenserwartung rechnen. Wenn einer sagt, ich pflege meine Mitarbeiter so gut, dann rechnen wir halt auch einheitlich mit 95. Das ist auch kein Thema, wenn das einer haben will. Da muss man sagen, wie realistisch ist das? 95 ist
ganz weit von der statistischen Lebenserwartung im Durchschnitt weg. Sie können Tageszeitungen lesen und die Sterbeanzeigen, Sie kommen immer auf die gleichen Zahlen, egal wie groß die Stadt und wie klein die ist und wie lange das sie es machen. Also die Statistik stimmt da schon einigermaßen. Wo man, sagen wir mal, lassen wir mal so theoretisch ist. Alle würden mit 86 sterben, beziehungsweise zwar war überlebende Arbeitgeber hätte eine Nachschusspflicht, aber ich bin 86 rausgegangen. Eine Leistungspflicht. Ja, ja, klar. Okay, ja. Der Arbeitgeber hat die Zahlung immer bis der letzte ist, bis der letzte verstorben ist. Ich kann, das Einzige, was wir machen können, ist ja nur, dass ich sagen kann, lieber Arbeitgeber, du hast die Option zur Kapitalabfindung. Wenn du glaubst, jetzt gestern ist die Wunderpille erfunden worden, morgen geht die Frau Erich in den Ruhestand, dann sagen die Frau Erich, wir machen eine Kapitalabfindung, haben wir damals im Vertrag in Versorgungsordnung reingeschrieben. Vorsichtshalber bekommen Sie Ihr Kapital und das fünft dann irgendwo mit 10, 10,5 Wochen ab und dann ist es erledigt. Aber wenn einer Rente zahlt, dann wenn der 105 wird, wird es bis zum 105. bezahlt. Sie können nur sagen, in Ihrem Kollektiv, und ein Kollektiv sagt immer ab 10 Mann, da gleicht sie das auch, da haben sie immer einen dabei, der mit 71 oder 72 oder 68 stirbt und sie haben natürlich auch den 96-Jährigen dabei. Aber auch das wird sich nicht wahnsinnig weit davon abfinden. Kapitalabfindungen, die meisten können ja gar keine Renten rechnen, die sich mit dem Thema pauschal und die Unterstützungskasse beschäftigen. Kapitalabfindungen haben den großen Nachteil, wenn Sie jetzt bei einem 20-Mann-Unternehmen 10-mal Jahrgang 65 dabei haben, dann wird es in einem bestimmten Jahr ganz schön teuer, wenn Sie ganze Liquidität rauslegen müssen. Wenn Sie da nur, sagen wir mal, die Renten zahlen müssen, dann ist das wesentlich bequemer und wesentlich komfortabler, als wenn Sie die Kapital zahlen. Also beides ist möglich, wir machen beides. Wir lassen die Option auch für den Arbeitgeber bis zum Schluss, einfach um maximale Freiheit zu haben. Wenn man sich jetzt das anschaut, dann haben wir als positive Liquidität bei der BAV statt Gehaltserhöhung sind wir immer noch. Auf die ersten gut neun Jahre 223.000 Euro im 20-Mann-Betrieb. Freie Liquidität. Das geht dann noch weiter. Wir haben hier eine negative Liquidität im ersten Jahr. Das liegt daran, dass das Modell damals im November losgegangen ist, der praktisch nur mehr zweimal Ersparnis gehabt hat, aber unsere Kosten komplett drin. Wenn es im Juli oder August oder September losgegangen wäre, wäre auch hier eine positive Zahl schon gestanden. Also darum sage ich, sind es nur 9 Jahre. Und das sind eigentlich 223.000 Euro durchaus ein Wort. Der hat 3,5% zugesagt. Wir sagen, wenn jeder einheitlich mit 86 verstirbt, keiner fluktuiert, das alles ausstirbt, also worst case, auch partielle Steuerpflicht, wir so tun, wie wenn die ganze Unterstützungskasse aussterben wird und wir gleich mit und alle Träger nehmen. Das haben wir alles so reingerechnet, worst case, und er wird es schaffen, die positive Liquidität mit 4,5% arbeiten zu lassen. Hätte er eine, ja, wird am Schluss Liquidität von 2,9 Millionen Euro übrig bleiben. Die, sage ich, ist relativ uninteressant, ob das jetzt 2,9 oder 1,9 oder 0 oder 3 Millionen sind. Entscheidender ist immer die 223.000, weil die kann ich relativ gut überblicken. Die nächsten 10 Jahre, die 223.000, die sind wirklich ein Wort für 20-Mann-Unternehmen, 223.000 Euro mehr zu haben. Wahrscheinlich hat er bloß 100.000 Euro Kontokorrent. Da ist er hier nach gut 3 Jahren, nach 4 Jahren, hat er sein Kontokorrent schon auf 0 und braucht sich von der Seite zum Beispiel nicht mehr ärgern lassen. Und wie gesagt, das ist alles kein Aufwand des Arbeitgebers über die 84 hinaus. Also alle Kosten, Gebühren, PSV sind aus den 84 Euro bezahlt worden. Wir rechnen nur mit der positiven Liquidität, die nach allen Kosten übrig bleibt, dass wir die zum Arbeiten bringen. Also ohne, dass der Arbeitgeber einen Cent dazu tut. Und wir haben diese mischfinanzierten Modelle. Mischfinanziert heißt, der Arbeitnehmer macht Entgeltumwandlung und der Arbeitgeber gibt irgendwas oben drauf. Haben hier 25 Mann-Unternehmen gehabt, 24 haben mitgemacht, 38,58 Jahre alt. Der Arbeitgeber wollte es mit 3,25 berechnet haben und er hat gesagt, was ich viel zu viel finde, gibt 100% Arbeitgeberzuschuss. Wir haben bei 50% Arbeitgeberzuschuss auch in der Regel 80-90% und mehr, wenn die Unternehmen so kleiner sind, Teilnahmequote, also mehr als komplett motivieren, können es mit 100 und 200% auch nicht, weil mehr als dass die alle Mitarbeiter mitmachen, geht ja fast nicht. Und haben auch hier in dem Unternehmen die positive Liquidität ausgerechnet, ab dem ersten Jahr positiv und hier in dem kleinen Unternehmen auch 367.000 Euro positive Liquidität in den ersten 10 Jahren. Das ist nämlich ein Wort, das ist nämlich ein deutlicher Vorteil für das Unternehmen. Auch der hat mit Sicherheit kein Kontokorrent mehr,
hat sich mit anderen Dingen befreit, zahlt vielleicht seine Rechnung mit dem Konto und hat ganz andere Nutzen. Und was ja alles nicht reingerechnet ist in solchen Szenarien, wenn er so eine großzügige Zusage macht mit 100% Zuschuss obendrauf, dann wird er ja auch irgendwann mal die ein oder andere Gehaltserhöhungsrunde sich einsparen können. Weil den Zuschuss, den zahlt er nur endgültig, wenn der Mitarbeiter länger als 5 Jahre dabei ist. Also wenn er sagt, pass auf Leute, wir haben jetzt da wirklich ein großes Versorgungswerk, die nächsten 2 Jahre gibt es keine Gehaltserhöhung. Um solche Renten, um solche Zusagen darzustellen, da müsste im anderen Unternehmen schon exorbitant mehr verdienen, um das versicherungsförmig abbilden zu können, um solche Renten, von denen wir hier reden, zu bekommen. Ja, also das wären, wie gesagt, die 367.000 Euro, was auch das Unternehmen als Liquidität in den ersten Jahren, geht natürlich dann dementsprechend weiter bis zum 15. und 20. Jahr. Und meistens dauert es so 25 bis teilweise fast 30 Jahre, bis die erste Liquidität wieder abfließt. Und das ja auch nur, weil es aussterben lässt. Wenn er fortführen würde, hat er meistens so und so viele Rentner, dann würde sie das weiter nach hinten verschieben, aber durchs Aussterben lassen tritt es meistens nach der Zeit ein. Was machen wir oder was macht Felsen eben in dem Bereich? Wir haben halt hier eine Mannschaft aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Betriebswirten, BAV, Mathematikern, machen das Ganze seit 1999, ich selbst seit 1991, haben jede Position doppelt besetzt, haben mehr als 1000 Unternehmen in der Verwaltung bei uns und im Prinzip aufeinander gebracht, liefern wir Rechtssicherheit, die gesamte Administration, Verwaltung, vor allem Controlling, das jährliche Updaten, das jährliche Reporting, jährliche Standsmitteilung, wo steht der Arbeitgeber, was steht der Arbeitnehmer, was hat er sich erdient, wie schaut es aus, das ist unsere Kernkompetenz und es ist aus meiner Sicht ein interessantes Beratungsthema, interessantes Honorarberatungsthema, aus meiner Sicht ein wirkliches Zukunftsthema mit einer extrem steigenden Nachfrage. Ich glaube, wer sich im Markt bewegt, wer das mitkriegt, das Thema wird von sehr vielen momentan aufgegriffen. Da tummeln sich sehr viel, das gehen viele an, weil man einfach komplett offene Türen durch die Rahmenbedingungen hat. Da gibt es aber Homepages von uns Fels oder Fels-BAV oder auch wer in Xing ist, gibt eine Xing-Gruppe pauschal notierte Unterstützungsklasse mit allen denkbaren Informationen und Links oder auch in YouTube, wenn Sie mal nach dem Stichwort nachschauen, finden Sie da so gut wie jede Frage dazu beantwortet oder zu jedem Thema, wie ist es in der Personalbuchhaltung zu behandeln, wie ist es in der Gehaltsbuchhaltung, wie schaut es in der BAV aus, wie ist das mit dem Zins, wie ist die Haftung, wie ist der Insolvenzschutz beim Geschäftsführer, der beherrschend ist und so weiter, die gesamten Fragen.